Zum Thema Bundespräsident. Der Bundespräsident kann die Regierung entlassen, nicht aber den Nationalrat auflösen. Dies kann er nur auf Vorschlag des Bundeskanzlers tun. Das heißt, eine Möglichkeit, um Neuwahlen zu erzwingen, wäre, die Regierung zu entlassen, einen neuen Bundeskanzler zu ernennen. Der Bundespräsident ernennt die Regierungsmitglieder inklusive Bundeskanzler. Dieser Bundeskanzler schlägt dann dem Bundespräsidenten die Auflösung des Nationalrats vor und so kann dann quasi eine Neuwahl erzwungen werden. Anders ist es nicht möglich. Der Kanzler muss natürlich einer sein, der das macht, das ist eh ganz klar. Das wäre eine Möglichkeit. Schauen wir mal, wer das machen wird. Ob da irgendjemand tatsächlich für diesen Schritt den Arsch in der Hose hat. Und du musst bedenken, man in der Verfassung vorgesehen ist eh nur ein Minister, inklusive also der Bundeskanzler und der Finanzminister, die anderen sind eh nur Staffage. Aber man braucht dennoch als Regierung, die ja der Bundespräsident da ernennt, doch mindestens eine Handvoll Leute, die die Geschäfte führen. Und für alle, die glauben, dass der Bundespräsident nicht unter Fertigen muss verfassungsgemäß zustande gekommene Gesetze. Na klar, er kann es nicht unterfertigen, dann wird er aber ein Amtsenthebungsverfahren haben und außerdem wird man ihm sagen, Meister, du führst die Geschäfte nicht ordnungsgemäß. Das heißt, die drei Nationalratspräsidenten sind der, wie sagt man, der Vize-Bundespräsident, sind der Ersatz dafür und die unterfertigen dann und dann ist es auch in Kraft. Also man muss sich da schon sehr genau überlegen, was man tut. Man muss sich schon ziemlich genau auskennen in der Rechtsordnung. Ich meine, es ist nicht so schwierig, wenn man es einmal gehört hat und oder zweimal gehört hat, dann darüber spricht und das überdenkt. Und mit Leuten, die sich auskennen und Ideen haben, das ein bisschen ventiliert. Aber man muss schon ziemlich genau wissen, was man tut und welche Konsequenzen das dann hat, damit das nicht ein Schuss ins Knie ist. Weil das ist das, was man am allerwenigsten brauchen können. Ja, das war mal das Wort zum Thema Bundespräsident und Entlassung der Regierung.